Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute im Video gibt es ein von Naturnagelverstärkung zu Stiletto. Und ja, bevor wir loslegen, wollte ich mich noch entschuldigen, dass letzte Woche kein Video kam. Bloß waren halt gesundheitliche Gründe, deswegen sind die Nägel jetzt auch gerade kurz. Aber jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Termin und deswegen kommen jetzt wieder Stilettos. So, ich werde heute eine ganz normale French machen. Und werde mit euch einen Nagel arbeiten, den Daumen, weil den kann ich immer am besten zeigen. Und das ganze Video wird ein bisschen in Schnelldurchlauf sein, weil das Reden mir ein bisschen weh tut. Und deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen doof. Aber dann machen wir jetzt zusammen den Daumennagel. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Im Durchsichtigen ist einmal ein Dehydrator und im Dunklen ist ein Primer. Ach ja, ich habe mich jetzt doch umentschieden. Ich werde keine Stiletto machen, ich werde eine ganz lange Ballerina machen. Und ja, dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß bei dem Video. Ich lasse es gleich anhärten für 12 Sekunden und dann wird es gepinscht. Ich trage gleich noch eine zweite Schicht auf, damit das schön deckt, da es ein Texotropes Gel ist und Texotropes Gel und ich sind nicht so die Freunde. Von dem Farbgel trage ich auch zwei Schichten auf. Also was ich zu den Stripes sagen kann, ihr seht, die kleben echt richtig gut. Also hätte ich nicht gedacht, weil ich und sowas zum Kleben, wir sind keine Freunde, aber die kleben richtig, richtig gut. So, jetzt wird das versiegelt und dann ist der Nagel auch schon fertig. So, und das ist jetzt der fertige Nagel. Ich öle den jetzt nicht ein, da ich ja gleich noch meine anderen Nägel mache und dann mit fettigen ist nicht so praktisch. Deswegen öle ich ihn nicht ein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es tut mir leid, dass es einfach so ein Vorspulvideo ist in der Hinsicht mit ein bisschen Musik drunter. Aber geht leider gerade im Moment nicht anders. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und über einen Daumen, ein Abo und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!